kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin. Zusammen. So, Teile sind gerade gekommen. Das ist der Ladeluftschlauch. Es geht um den hier. Er wackelt schon schön vor sich hin. Was nicht besonders gut ist. So. Unterdruckleitung da rauspopeln. Einklemmen. Spange raus. Uns gleich bei der Gelegenheit auch mal das AGR-Ventil nochmal angucken. Die mache ich erstmal sauber. Ja, das ist diese Dichtpaste gewesen, eklig. Aber besser so als stehen bleiben, ne? Da unten geht der Schlauch runter, ne? Da in der Ecke. Da ist die gleiche Spanne nochmal. Der Schlauch. Also hier oben das Gummi ist raus, ne? Die Dichtung. Ich gehe mal davon aus, dass der hier auch nicht mehr der beste ist. Wegtun, also ich werde den nicht wegschmeißen, aber beim Land Rover zum Beispiel sind diese Verbindungsteile gar nicht drauf. Da kann man mal ein Stück abschneiden. Ladedruckschlauch ist dann ja doch irgendwo auch mal wertvoll. So. Jetzt sehe ich gerade, dass eine Schraube abgehauen ist vom Map-Sensor. Map-Sensor, da. Seht diesen Sensor, der da unten drin sitzt, an diesem Gehäuse. Und auf der rechten Seite jetzt fehlt die Schraube. Das bedeutet, er zieht auch Falschluft. Passiert schon mal, ne? Vibriert hier alles. Wahrscheinlich rausgerutscht oder so. So. Dann machen wir gleich mal sauber. Und darunter ist der nächste Sensor. Der auch richtig übel aussieht. Das dürfte eigentlich nur mit 10er Schrauben. Jetzt kommt natürlich unten vom Ladeluftkühler der nächste Schlauch. Ja. Da ist auch wieder so eine Spange. Die lösen wir von hier oben aus. Ja, soviel zum dem Thema. Ich mag saubere Motorräume. Ne?
Jetzt wissen wir auch warum. Ja, das ist das Gehäuse. Die Ladedruckstrecke praktisch an der Karosserie fest ist. Ja. Und hier oben sieht man ganz gut, hier ist eine Schraube weggegammelt. Die muss ich gleich mal da rausholen. Das sind diese Spangen. Ne? Jetzt sind sie praktisch zu, jetzt rastet der Ladeluftschlauch ein. Und das ist die Stellung, die man praktisch erzeugen muss, um den Schlauch rauszuziehen. Ja, hier das gleiche. So. Jetzt kannst du den rausziehen und wieder verriegeln. Ne? Ist ein bisschen besser als Schlauchschellen. Gruß geht raus an VW. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch einen Sensor rausgezogen. Wo ist der abgeblieben? Ja, der muss mal sauber gemacht werden. Alter Verwalter ist der dreckig. So, nächste Frage ist. Da. Ja, der ist, denke ich mal, dreckig genug, um sich eine Reinigung verdient zu haben. Ne? Ja. Zum anderen Sensor, so. Quatsch ausgebohrt, neues Gewinde reingezogen. Sollte erstmal halten. Ja, das kann passieren. Die Schrauben, die jetzt drin sind, sind Edelstahlschrauben. Das sollte also nicht mehr abrosten. Raus mit den Dingern. Den Sensor habe ich dann schon mal sauber gemacht hier, ne? Temperatursensor. Ansaugluft-Temperatursensor. Das andere ist der Ladedrucksensor, wird auch als MEP-Sensor bezeichnet. Was auch immer das bedeuten mag. Wie gesagt, den habe ich schon mal neu gemacht. Ich habe aber echt nicht gesehen, dass die Schraube kaputt war. Naja. Hier ist ein Dichtring drauf, das ist gut. Ist auch so nicht verschmutzt. Wo sitzt der drin? Dann setzen wir den so rein. Ja, das ist doch schick. Ja, wäre jetzt im Normalfall wäre es ein neues Teil gewesen, aber warum, ne? Das, man kann sich auch drumherum mal eben die Mühe machen, das dauert 5-6 Minuten, da eben das Ganze zu reparieren. Ich muss den Sensor nur noch gerade kriegen. Naja, mit einer Schraube kann das nicht funktionieren. Ne? Der Ladedruck haut dagegen und drückt den Sensor dann raus. Da ist dann ein Ladedruckfehler. So, Edelstahlschrauben drin. Alle Sensoren fertig. Und wieder da. Und können jetzt nicht mehr abhusten.
Ja, wollen wir mal gucken. So, als nächstes machen wir mal diesen Stutzen hier sauber. Von diesem ganzen. Ja, immerhin das AGR-Ventil hat nicht mehr ganz so zugeschlagen. Und das mit der ganzen Geschichte jetzt hier diese Ladedruckschwankungen weg sind. Wie gesagt, von innen wird er gleich auch noch einmal sauber gemacht mit dem Systemreiniger. Dafür muss er auch erstmal warm sein. Er muss eine längste Zeit bei 3000 Umdrehungen hängen. So, kannst du das auch wieder sehen lassen, inklusive Klammern. Ja, wie gesagt, es lohnt sich durchaus mal was aufzuarbeiten. Ne? Natürlich kann man alles wegschmeißen oder Fahrzeuge schlachten. Ich meine natürlich damit, ne, Unfallfahrzeuge, die nicht mehr zu retten sind, kann man natürlich schlachten. Das ist nicht das Problem. Da habe ich auch kein Problem mit. Ja, aber dieser Experte da in dieser Gruppe, der schlachtet jeden Scheiß. Ne? Solche Autos würde der schlachten. Das ist... etwas unterirdisch, meiner Meinung nach. Solche Ressourcen, das ist ja eine Ansammlung von Ressourcen. Dieses Auto wurde gebaut. Ne? Da sind Rohstoffe reingegangen. Und es funktioniert. Ne? Und wenn es nicht funktioniert, kann man es reparieren. Das ist... da zerstört er Fahrzeuge, die könnten noch jahrelang laufen. Damit er 20 Cent mehr hat. Eigentlich hat er immer weniger Geld. Ja? Schlachten lohnt sich, wie gesagt, nicht. Diese Fahrzeuge haben durchaus einen Wert. Auch auf dem Gebrauchtmarkt, immer noch. Und macht überhaupt keinen Sinn, die Dinger zu schlachten. Ja, wie gesagt, ja? Unfallfahrzeuge, okay, geschenkt. Heillos verrostete Fahrzeuge, ja, okay. Ja. Aber einfach nur schlachten, um sich an 2,50 Euro zu bereichern, weil man nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug zu reparieren, ist ein Armutszeugnis. Ist einfach. Ne? Natürlich schlachten wir auch hier Autos, ne? Aber dann ist aber auch wirklich vorbei mit dem Auto. Ne? Wir hatten mal einen Passat, 2003er Baujahr. Und der fuhr wirklich wie Wackelpudding. Bin nicht hintergekommen, warum das so ist. Und dann irgendwann haben wir den Test mal gemacht. Oben zwischen Tür und Dach während der Fahrt die Hand reingesteckt. Der hat fast die Finger abgekniffen. So weich war die Karosserie. Ja, so ein Auto kannst du schlachten. Ne? Kannst jetzt nicht sämtliche Schweißnähte aufmachen und alles nachschweißen. Das macht keinen Sinn. Aber funktionierende, stabile Fahrzeuge, deren Teile auch noch wahnsinnig neu, total billig sind, ne? Zu schlachten. Ja. Wie gesagt, selbst solche Bauteile hier, wegen solchen Bauteilen kaufen die Gebrauchteile, anstatt mal eben das Teil aufzuarbeiten. Da braucht keiner irgendwo in der Gegend rumzufahren, da braucht keiner zu schlachten, da braucht keiner... Versand zu bezahlen, einfach mal eben selber. Und wenn man das nicht kann, dann fragt doch einfach Leute, die das können, und überlasst denen die Autos. Ja. Wie gesagt, ich bin, seit ich mich so ein bisschen in der Land Rover Szene rumgetrieben habe, wirklich kuriert von solchen Leuten.
kaufe da auch nichts. Sowas unterstütze ich einfach nicht, fertig. So. Hoffen, dass der blöde Schlauch da unten gleich einrastet. Und schon aus dem Grund sind das sehr nachhaltige Fahrzeuge, weil du kriegst wirklich jeden Mist. Ne? Wirklich günstig. Injektorabdichtung, also der Kupferring, die Kralle und die Dehnschraube, kostet bei Mercedes 10,90 Euro. Verkaufspreis. Alle taxirelevanten Teile, bei den Diesel natürlich mehr vorhanden als bei den Benzinern, sind saubillig. Und wenn es denn doch mal teurer werden sollte, gibt es immer noch so Anbieter wie taxiteile.de, die sind in Berlin, glaube ich. Wie gesagt, gibt alles für einen schmalen Kurs. Da schlachte ich keine Autos für. Das macht keinen Sinn. Und wer behauptet, dass ihm der Motor kaputt gegangen ist von so einem Auto, soll sich mal fragen, warum. Das ist ein 270er. Der Motor, den ihr hier seht, der sitzt so auch im Sprinter. 4,2 Tonnen Gesamtgewicht plus Anhänger, 2,5 Tonnen. Darauf ist dieser Motor ausgelegt. Was soll ihn überlasten in diesem Auto? Der Wagen wiegt 1,6 Tonnen mit guter Ausstattung. Super. Und wieder alles dreckig. Ja, der Wagen wiegt 1,6, 1,7 Tonnen leer mit entsprechender Ausstattung. Ne? Leer natürlich wesentlich weniger. Und was soll diesen Motor überlasten? Ne? Pflege, Wartung, Warmfahren, Kaltfahren. Dann kriegst du die nicht kaputt. Den 220er genauso, gibt es auch im Sprinter. Ne? Wenn du diesen Wagen kaputt gefahren hast, dann frag dich, warum das so ist. Vielleicht kannst du es dann einfach nicht. Vielleicht solltest du einfach keinen Diesel fahren. Das ist natürlich wahnsinnig gute Reisefahrzeuge. Ne? Auf Kurzstrecken kannst du die jetzt auch nicht gebrauchen. Ne? Hier gibt es keine Kurzstrecken im Grunde genommen. Deshalb ist das für die Gegend oder alle ländlichen Gebiete ein perfektes Fahrzeug. Wir haben ungefähr 25 Kilometer bis zur Autobahn. Diesmal ist er ganz durchgefallen. Und 25 Kilometer bis zur Autobahn. So, und bis dahin ist er richtig warm. Ja, und dann gib ihm. Ne? Der hier läuft knapp 250. Das weiß ich. Der war schon gefahren. Ist kein normaler 270er. Ne? Wie gesagt, der ist von Digitec getuned. Mit Verstand gefahren. Ist das auch kein Problem. Ich brauche unbedingt so eine komische Akkuratsche. Für solche Stellen. Hier sieht man ganz schön dieses grüne Gummi, war praktisch hier oben weg. Hier unten ist das nochmal, ist etwas kleiner, unten an dem Kunststoffteil. Jetzt nehmen wir Silikonspray. Das ist ordentlich rutscht.
auch ein bisschen. Da unten auch ein bisschen. Das Kunststoff auf Kunststoff ist zum Beispiel ein bisschen problematisch. Ne? Siehe Ölfilter-Kartuschendeckel hier. Das ist auch immer ein Spaß. So, zumindest unten schon mal drin. Und jetzt oben. Oh, Gott sei Dank ist der einen Ausbau nicht ständig nötig. So, Klammer drauf. Autsch, falsch. Fertig. Habt ihr gehört, so ein ganz kleines bisschen Reinigungsmittel ist da noch mit durchgezogen worden, aber kein Problem. So. Unterdruckleitung. Ich soll mal prüfen, ob die Unterdruckpumpe noch in Ordnung ist. Definitiv. Hört sich gut an. Jo. Ja, die Seite haben wir einigermaßen fertig. Das scheint mir dicht zu sein. Jetzt bei der Gelegenheit gucke ich mir natürlich Turbolader etc. und die Ladedruckstrecke komplett an. Lieber einmal gucken, als später nochmal schrauben. Wie gesagt, solche Autos müssen ja auch laufen. Bei dem Stichwort, mir fällt gerade ein, der Nockenwellensensor ist auch gekommen. Die Familie hat noch ein Auto. Den schwarzen PT Cruiser. Verlinke ich euch mal das Video dazu. Und da ist der Nockenwellensensor gestorben. Ja, erst nur bei Feuchtigkeit. Und jetzt zuletzt zwischendurch mal ausgestiegen, hat geruckelt. Fuhr dann weiter, aber ne? Ja, das ist ein Feuchtigkeitsproblem bei dem Auto. Nein, das war ein Scherz. Das ist natürlich kein Feuchtigkeitsproblem. Es fängt an mit Feuchtigkeit und dann steigt das Ding ganz aus. Scheint wohl irgendwie ein Gehäuseproblem zu sein, weiß der Geier. In amerikanischen Foren liest man das auch immer wieder mit dem Auto. Komisch. Naja, kann man nichts machen. Das ist schnell ausgetauscht, das Ding. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, wünsche euch eine angenehme Woche. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.